Dia de los Muertos zu helfen, dem Tag der Toten, ein Feiertag in den lateinamerikanischen Ländern. Bei den Vorbereitungen haben wir die alte Liebe, die El Presidentes Tochter, getroffen und sie wurde entführt von einem skelettähnlichen Typen namens Galaka. Und seine Schergen haben jetzt die Dorfbewohner in der Kirche zusammengetrieben und wir werden sie jetzt retten. Also los geht's. Ja. Komm zurück, du Schurke, Hilfe, Hilfe! Uda, Luchador, rette mich vor diesem Esqueleto. Tut mir leid, ich kann leider kein Spanisch. Vielen Dank, mein Sohn. Aber wir sind noch nicht sicher. Alle Stadtbewohner wurden auf der Toilette eingesperrt, ja? Auf dem Klo. Hilf uns, wir haben Angst. Und es riecht widerlich hier drin. Da da kommen sie. Oh nein, ein dunkler Geist aus der Totenwelt. Lass dich nicht treffen, Luchador. Rolle ins Ende deines Siebes. Ja. Puh, wirklich schnell. Vergiss nicht deine Ange... Ja, hol mal. Dein Suplex. Ah, endlich sind wir sicher. Du hast uns gerettet. Befreie jetzt bitte die Stadtbewohner aus der Toilette. Hilfe, lass uns hier raus! Ich kann dir für alles, was du heute hier getan hast, nicht genug danken, Luchador. Ich fürchte aber, um die Sicherheit von El Presidente und seiner Familie, suche in Santa Lucida nach Hinweisen. Ich glaube, einige der bösen Skelette sind in diese Richtung gegangen. Gebet Gott, Luchador. Die Welt braucht deine Hilfe. Jo. Und hier... Eine kleine Nebenquest. Wirklich magnifico, wie du mit den Skeletten fertig geworden bist. Vielleicht kannst du mir bei diesem kleinen Problem helfen. Mein Haus wurde von Hühnern überrannt. Ich weiß nicht wie, aber sie sind aus ihrem Gehege erwischt. Tue, was nötig ist, um sie dazu hin zurückzubringen. Schlag sie, wirf sie, alles kein Problem. Meine Hühner sind die zähsten. Wie du willst, Kumpel. Ja, wir müssen die Hühner schlagen und werfen und so weiter. Um sie in den Käfig zu treiben. Oh, verdammt. Ah, es wird gespeichert, okay. Yep, wir sind cool. Mal sehen, was er dafür hat für uns. Gracias, Senor. Endlich herrscht wieder Ordnung im Casa. In Mi Casa, also sein Haus. Hier, ich habe gesehen, wie eines der Skelette das in der Stadt verloren hat. Hoffentlich ist es dir von Nutzen. Aber immer, mein Freund, ja. Auch hier gibt es Herzteile, genau wie in Zelda. Aber wir brauchen nur drei, um einen Herzcontainer voll zu kriegen. Mehr können wir, glaube ich, im Moment hier nicht machen. Senoritas, geht es gut.
der Friedhof. Und hier, dieser Typ ist sowohl Speicherstation als auch Händler. Hier können wir Fähigkeiten, wie hier Herzteile, Gesundheitsregeneration etc. können wir hier später kaufen, wenn wir mehr Geld verdient haben. Und Kostüme können wir auch kaufen, aber dafür brauchen wir eine spezielle Währung, nämlich Silber. Hier sind die Kostüme, die man im Play Store kaufen konnte. Den Flammentypen, Jaguar, Uae, Shivo. Looks dabei bei. Und wir können auch als Wrestlerin spielen, als Costada. Ah, da ist es zwei von jeder, oder? Ich verstehe. Aber ich denke, wir bleiben erstmal noch Juan. Hier geht es in den Wald. Shivo-Wald. Ja, Dschungelmusik. Ja, schön Gegner battlen hier. Und noch ein paar mehr. Die verschiedenen Würfe, die wir ausführen können. Wir erinnern die von diesen roten. Hier diese roten Steine, da brauchen wir später Special Moves, um die zertrümmern zu können. Die Farbe der Steine gibt an, welche wir brauchen natürlich. Gibt mehrere. Hier gibt es zum Beispiel einen grünen, der einen Pfeil da unten. Oh, wir sind tot. Mann! Sag mal! So, weiter geht. Ich hasse diese Typen. Suplex. Und tot. Weiter geht's. Aha. Wen haben wir hier? Bleib dort stehen, Luchador. Befehl von Carlos Galacca. Carlos Galacca, so heißt der Typ, genau. Ich warne dich. Ein weiterer Schritt und du bist tot. Was? Du möchtest wissen, ich bin? Ja. Du scheinst ein ehrenhafter Luchador zu sein. Daher werde ich deine Frage beantworten. Mein Name ist Jaguar Javier. Ich weiß, war einst menschlich wie du. In meiner Jugend lebte und trainierte ich hier in den Wäldern.
Ich wurde zu einem mythischen Krieger, der edle Königin diente und große Armeen zum Sieg führte. Doch, das ist lange her. Nun bin ich Kirik Galaka. Die letzten Tage der Erde stehen bevor. Ich schlage vor, dass du nach Hause zurückkehrst und die Tage mit jenen verbringst, die du liebst. So ein Sturkopf. Luchador, du hast die Kirche gerettet, eine bewundernswerte und heldenhafte Tat. Deine Reise endet jedoch hier. No? Es schmerzt mich, einem Krieger wie dich so unfeierlich abzufertigen. Du kannst aber nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Zip, zack, die Brücke ist down. Er hat uns in die Schlucht geworfen, dieses Schwein, so. Diese Linien sind erst viel später von Bedeutung und nutzbar. Kanal des Las Flores. Ein Plattform. Eine Truhe mit einem weiteren Herzteil. Sehr schön. Und wie an einem gewissen anderen Adventure-Spiel füllt das Herzteil auch unsere Energie wieder auf. Hat einer hier Zelda gesagt. Okay, hier sehen wir wieder einen Stein. Diesmal einen gelben. Auch den können wir noch nicht benutzen. Oder zerstören. Weiter geht's in die andere Richtung. Wie ihr seht, das grüne Wasser ist selbstverständlich giftig. Sollte man nicht reinspringen. Ja. Schlucht mit Wasserfällen. Der Speicherfreund. Hier sagt uns das Spiel, was wir tun sollen. Nach unten drücken, springen. Ja, rot ist immer die Farbe der Gefahr. Nicht berühren und so. Überspringen. Ganz kurzen Sprung machen hier. Ja, und das Huhn wird uns erklären. Hey Kuppel, verwende L2 und R, um durch Nägel zu rollen. Eine geile Sache. Jo, ungefähr so. Funktioniert natürlich auch im Sprung. Ja, diese glitzernden Steine haben später Bedeutung. Da können wir jetzt noch leider nichts mitmachen. Weiter geht's durch den Wald, die schönen Wasserfälle, ein Battleort. Au, Drecksack. Wir sehr clever, Alter. Wams und tot. Schon wieder gestorben. Ja, das wird am Anfang vielleicht etwas öfter passieren, weil wir recht wenig Energie noch haben. Yes, in die Fresse. In dein Gesicht. Ja, wie auch immer, der da oben davon getroffen wurde, aber es funktioniert. Hier haben wir eine Pinata, die man zerschlägt und es kommt eine silberne Münze und etwas Geld heraus. Die wir für die Kostüme ja brauchen werden. Und hoch und hoch. Hier ist ein Speicherpunkt. Hier, liebe Freunde, verabschiede mich von Part 2. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part.